So, herzlich willkommen zum neuen Production Log. Wir sind jetzt wieder unterwegs im Wald. Was ist der allerbeste Marvel-Film? Deadpool. Deadpool. Warum ist der so cool? Weil der einfach nur... Deadpool ist einfach dafür bekannt. Deadpool ist Deadpool. Also er ist einfach dafür bekannt, dass er die vierte Wand durchbricht. Und das Coole ist, was ich gelesen habe, Deadpool ist der einzige Comicheld, der weiß, dass er eine Comicfigur ist. Ja, genau. Ich habe jetzt wieder eine Gasmaske. So eine schöne alte aus Latex, die du im kompletten Kopf ziehst. Mit so einem Schlauch als Filter. Na gut, wer es braucht. Ja, momentan noch etwas gemischte Gefühle. Da ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie der Drehtag heute wird. Und ansonsten bin ich mal auf die ganzen Drohnen- und Flugszenen gespannt. Mogel dich nicht ins Bild, das ist meine Szene. Und der Hannes, der rennt jetzt nämlich durch den Wald wie ein Irrer. Ich weiß es bloß noch nicht. Nachdem ich laut Story zumindest ganz schön was geraucht habe. Hier ist die ideale Ecke, um Joint zu drehen. Finde ich auch. ihr müsst ja nicht rauchen. Hannes hat nämlich ein cooles Hobby. Ich sammle Bionicle. Das ist eine besondere Lego-Produktreihe. Erstmals veröffentlicht 2001 und dann dieses Jahr wieder neu aufgelegt. Kam gestern am 1. August 2015 die neue Produktreihe raus. Musste ich mir alle zulegen. Es ist hart, ein Sammler zu sein. Wenn ich das Rumlautschen immer nicht wäre. Die Verrückten sind im Wald! Jetzt wird erstmal der Baum umgepflügt für unsere Zwecke. Ah, alles ist verhumse beim Film, habe ich doch schon mal gesagt. Der Morgen macht den Wald kaputt. Hä? Ich bin grüner. Geh jetzt mal den Baum weg, du Rindvieh. Ich zwecke dich um. Guckt euch an, die Waldschrate, wie die Yetis rennen durch den Wald. Oh Gott, Bigfoot! Was ist denn das da hinten? Guckt euch das mal an. Hilfe! Die Evolution dabei gedacht hat. Ich glaube, da war Mutter Natur betrunken. Alle sind jetzt hochkonzentriert. Und anscheinend ein bisschen anders drauf. Stopp! Cut! Ah, der Silberblick ist wieder am Start. So wird das auf jeden Fall was. Heil! Seht! Ich weiß gar nicht, ich hab mich wieder rumgedreht, aber ich weiß nicht, ob ich das so gemacht habe oder so gemacht habe. Eigentlich muss ich ja so machen, damit man halt das nicht in der Kamera muss. Kamera läuft. Und Action. Wie geil! Ablauf, anrennen, stecken, einmal rechts. Andere Seite, einmal links. Genau, nach da. Dann machst du ein Geräusch, erschrickst. Jetzt lehnst du dich richtig weit vor, genau so. Korrekt. So soll es sein. Kriegen wir hin. Es ist schon völlig fertig, dass er durch den Wald rennen muss. War ja fast eine Stunde am Stück bestimmt. Schweißtropfen. Die sind echt. Schweißtropfen zeugen davon, zumindest, dass er sich Mühe gegeben hat. Bei dir hängt eine Spinne an deiner Kontrolleinheit. Ich bin mal gefeuert. Juhu. Und Action ab. Ah ja. Igelnasen. Oh, Rocker. Was los? Was? So, Waldarbeiten sind fertig und jetzt kommt die Sonne raus. Yeah. Juhu! Strahlemann, warm! Ach, endlich, macht euch nackig.
So, und die zwei rennen jetzt wieder Händchen halten durch den Wald. Ist abgestürzt. Ein Propeller ist kaputt. Ist im Arsch? Ja, abgebrochen. Da, mit Leidenschaft, aber wir haben noch einen Ersatz. Shit. Todesangst hatte ich. Rennst in den Wald, auf einmal macht's Krapauz und weiß, das scheiß Ding stürzt. Aber ich dachte, oh Gott, jetzt erwischt sich Scheiße. Alright, we're jamming. I wanna jamming with you. We're jamming. German. And I hope you like German too. Und da hat er noch nichts geraucht. No. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Gudi, dann pflanz dich mal hin. Marienkäfer 2.0. Das Problem an den invasiven Arten ist halt, dass die Larven von unserem Marienkäfer fressen. Kannibalismus und vor allem, woher weiß man so fast? Das habe ich mal in der Reportage gesehen. Die Marienkäfer-Doku schlechthin bestimmt. Also wir haben hier gefühlte 100.000 Milliarden Grad mindestens. Sind jetzt soweit mit den gröbsten Dreharbeiten fertig. Ja, machen jetzt noch die letzte Außenszene und dann geht's in klimatisierte Räume. Hannes tanzt seinen Namen wie in der Waldhofschule. Ich bin da kann ich jetzt nicht dezent zumachen, geht nicht. So, und wir sind jetzt bei der letzten Szene angelangt. Hannes, nie einschlafen. Das ist aber so bequem. So, wir sind fertig, wir haben es jetzt geschafft, alles ist im Kasten. Kampfpilot hat alles gut gemeistert, ne, kurz bei Absturz hinten. Schaut euch die Technik-Folge an. Wenn nicht, cool. Sonst kommt die böse Fliege und... Ja. Und wenn ihr cool findet, was wir hier machen, wäre es cool, wenn ihr uns abonnieren würdet. Ciao!